Hallo und herzlich willkommen zu Bastis Esstisch. Ich möchte euch einfache und schnelle Gerichte zeigen. Heute fange ich an mit den Kartoffelgerichten. Und zwar ganz am Anfang starten wir mit dem Kartoffelrösti. Ich möchte euch gerne zeigen, wie schnell das geht und wie günstig so ein Kartoffelrösti im Einkauf ist in den Lebensmitteln. Jetzt kommen wir auch schon zu der Zubereitung. Viel Spaß beim Zuschauen. Kochen leicht gemacht für jedermann. In meinen Videos erfahrt ihr, wie mehr Schwung in eure Küche kommt. Hier erfahrt ihr simple Handgriffe und wichtige Grundkenntnisse in den verschiedensten Themen rund um den Topf und den Kochlöffel. Viel Spaß mit Bastis Esstisch. Nachdem die Kartoffel gewaschen ist, wird sie geschält. Nach dem Schälen wird die Kartoffel gerieben. Passt bitte auf bei diesen Reiben, nehmt die grobe Fläche. Beim Reiben, die sind sehr scharf, dass ihr nicht mit euren Fingerkuppen hängen bleibt. Das tut höllisch weh und fängt an zu bluten. Während ihr anfangt zu reiben oder bevor ihr anfangt zu reiben, könnt ihr schon mal eure Pfanne anmachen auf hohe Stufe. So, innen aus der Reibe auch die Kartoffeln rauskratzen, da bleibt auch immer gerne was hängen. So, dann kann man die Reibe schon in die Spüle geben. Danach wird die Röstimasse einfach mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ich bevorzuge schwarzen Pfeffer aus der Mühle und Meersalz. Kein grobkörniges Meersalz, sondern feines Meersalz. Dann wird die Masse vermischt. Danach kommt die fertige Masse in die Pfanne. So, wir geben pro Rösti etwa einen halben bis einen ganzen Esslöffel Öl, Rapsöl in die Pfanne. Rapsöl eignet sich besonders gut, da der Rauchpunkt von Rapsöl über 200 Grad liegt. Wenn man jetzt Butter nehmen würde oder Olivenöl, das würde dann schon anfangen zu verbrennen und es wird relativ bitter im Geschmack. Die Pfanne heiß ist, sieht man gut, wie schnell sich das Öl in der Pfanne bewegt. Wenn es umso schneller es sich bewegt, umso heißer ist die Pfanne. Und zur Not kann man dann einfach testen, die Pfanne heiß ist, indem man ein Stück Kartoffel reinlegt. Und wenn man es schon ordentlich zischen hört, ist die Pfanne heiß. Ich bevorzuge an Pfannen Teflonpfannen, da die nicht haften. Wichtig ist bei den Teflonpfannen, dass sie nicht anfangen zu verbrennen. Das heißt, die Teflonpfanne jetzt nicht eine halbe Stunde auf Stufe 12 auf dem Herd stehen lassen, dann geht das Teflon irgendwann kaputt. Und dass man mit passendem Geschirr arbeitet. Das heißt, ich benutze einen Holzlöffel oder einen Plastiklöffel, um in der Pfanne zu arbeiten. Wenn die Kartoffelmasse dann in der Pfanne ist, kann man auch gleich beginnen, das Rösti etwas in Form zu bringen. Bevor das Rösti in die Pfanne kommt, heize ich die Pfanne meistens erstmal sehr stark vor. Das heißt, ich gebe Vollgas auf dem Herd. Wenn die Pfanne dann heiß ist und das Rösti reinkommt, reduziere ich die Hitze auf das obere Drittel. Nach so circa einer Minute kann man auch schon prüfen, ob das Rösti eine Kruste auf der Unterseite gebildet hat, indem man mal anfängt, die Pfanne zu bewegen. Und da sieht man auch schon, es bewegt sich, es bleibt nicht kleben. Das liegt an dem Rösti, an der Stärke der Kartoffel, die eine Kruste gebildet hat und natürlich an der schönen Teflonpfanne. Für uns ist es auch ein Zeichen, dass wenn das Rösti sich bewegt, dass es bald bereit ist zum Schwenken, da man schon schön sehen kann, dass an der Unterseite sich schon das ein oder andere braune Kartoffelelement gebildet hat. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten zu drehen. Man kann mit einer Palette arbeiten. Da ist die Gefahr aber sehr groß, dass es bricht.
oder man fängt an zu schwenken. Wer noch nie geschwenkt hat, kann das natürlich üben. Wenn man seine ersten 1000 Röstis geschwenkt hat, dann sollte das kein Problem mehr sein. Ansonsten empfehle ich, man nimmt sich einfach einen zweiten Pfannenwender dazu und geht mit beiden Pfannenwänden dann drunter. Und so lässt sich es auch einfacher schwenken. Gibt es nur eine kleine Problematik, und zwar hat das Rösti auf der einen Seite das komplette Fett aufgesogen, wie man hier sehen kann. Das heißt, es ist schön knusprig, und auf der anderen Seite ist gar kein Fett mehr vorhanden, um nochmal zu rösten. Das heißt, wir werden nochmal einen halben Esslöffel Fett hinzugeben, einen halben bis in den Ganzen. Darin werden wir das Rösti nochmal schön umherschwenken, damit es auch eine schöne Chance hat, knusprig zu werden. Und auch jetzt heißt es wieder braten lassen. Und dann kann man nach einer Minute auch mal wieder schauen, wie das von der anderen Seite aussieht. Wie wir sehen, hat es auch jetzt hier langsam eine Kruste gebildet. Und dann lässt man es nochmal von beiden Seiten ungefähr 30 bis 60 Sekunden braten. Wer zum Schluss noch ein bisschen lecker Schmackofatz haben möchte, der gibt einfach zum Schluss ein kleines Stückchen Butter herein, was sich wunderschön auflöst, was eine buttrige Note gibt, nochmal eine kleine Kruste bildet und einen schönen Geschmack abgibt. Und es riecht einfach wunderbar. Die Butter wirklich nur ganz zum Schluss beigeben, da die Butter, wenn man sie zu lange mitbrät, sofort verbrennt. So, jetzt sehen wir hier eine wunderschöne Kruste und fertig ist das Rösti. Ich persönlich werde mir mein Rösti jetzt schmecken lassen und hoffe, euch wird euer Rösti auch schmecken. In diesem Sinne, guten Appetit!